Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Indie Games, dieses Mal Aislinn's Story, und wir spielen den Trail bzw. den Trailer von Das Blutbad. Es klingt hoffentlich genauso, wie es hoffentlich sein wird. Ja, ich muss dazu sagen, das ist ein Pre-Release-Level, das heißt ein relativ unfertiger Stand, man könnte auch sagen eine Alpha. Und ja, wir schauen uns einfach mal an, was hier passiert. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Wir machen ein neues Spiel. Der Sound ist natürlich schon mal atemberaubend. Okay. Also. Was ist das? Ich hoffe, das ist nur eine Lampe. Ja, fängt natürlich schon gut an. Wir sind irgendwo in einer Katakombe. Und finden gleich meinen Revolver. Es verheißt nichts Gutes, Freunde. So, der Revolver. Genau, wir können zielen, sogar anvisieren, okay. R für Reload und Left, ja, das, was? While holding the right mouse button, press Left to fire. Ah, okay, ne, ist klar. So, noch ein bisschen Magazin hier. Komm, wie können wir das mitnehmen? Ah, so. Und, oh. Wenn es hier Medizin, Medikits und so weiter gibt, dann werden wir ordentlich Schaden kassieren. Ja, ich muss sagen, ich habe mit viel weniger gerechnet. So, eine Taschenlampe haben wir auch. Ich habe mit... You will not survive. Ich habe mit viel weniger gerechnet. Ich hätte nicht gedacht, dass das Spiel... Alter! So. Was war bitte das? Was bitte ist da gerade passiert? Kann es wirklich sein, dass wir nur einen einzigen Schuss hatten? Need Gun. Ja, wir haben die Gun. So. Wir nehmen... Hallo? Ah, okay. Ja, klar. So ist natürlich logisch. Oh, peinlich. Wir nehmen unser Medikit. Müssen wir uns leider angucken. So. Also, jetzt wissen wir wenigstens, was uns erwartet. Das wollte ich nämlich gerade noch sagen. Ich weiß überhaupt nicht, was uns hier erwartet. Aber jetzt wissen wir zumindest mal. Es wird blutig, es wird böse. War es, weil ich gerannt bin? Hätte ich nicht rennen dürfen? Das war vielleicht... So, komm. Ja. Okay. Oh, Leute. Ich musste ganz kurz gucken, ob die Aufnahme läuft. Obwohl, so wie die angefangen hat, wäre es gar nicht schlecht, wenn sie nicht laufen würde. So, crouchen können wir auch. Wir machen mal die Taschenlampe an. So, bevor wir da weitergehen, gucken wir erstmal, was es hier hinten noch gibt. Nee, die Taschenlampe brauchen wir auf jeden Fall. Aber... Hier ist Ende. Warte mal, crouchen müssen wir nicht die ganze Zeit. Wie funktioniert denn das? The morgue. Find a way. Okay. Wie funktioniert denn das jetzt mit dem Medikit hier? Come on. You and I both know that button does nothing. And yet you pressed it anyway. What were you looking for? An inventory? Yes. Ralph got lazy and didn't make one. Ach, ist ja nice. Ich drücke auf I und werde hier angemault, was ich denn eigentlich suche. Etwa ein Inventar? Ja, ich suche ein Inventar, weil ich wissen möchte, wo ich hier meine Medikits, die schöne Medizin, die wir vorhin eingesammelt haben, benutzen kann. Oh, Freunde. Ich hoffe ja, hier kommt nichts von hinten. Dann Rage quitte ich. Wir brauchen ganz dringend neue Munition. Okay, da ist wieder einer. Und Boom Headshot. Alter, was soll das? Was soll das bitte? Das machen wir nochmal. Und dieses Mal können wir sogar nachlesen,
auf welcher Taste wir unser Medikit verwenden. So, ich muss sagen, mit der Munition müssen wir wirklich sparsam umgehen. Ja. So, wir haben die 8 Patronen. Das heißt, wir haben jetzt 9 Kugeln. Wir brauchen schätzungsweise 2, wenn wir treffen, pro... Was sind das? Zombies? Monster? Ich weiß es nicht. So, jetzt warte mal. Achtung. Health Drink. Okay, 1, 2 und 3. Das war jetzt auf jeden Fall so ein Health Drink. Genau. Das heißt, auf 1. Gut. Ich wiederhole mich. Wir wissen jetzt, was auf uns zukommt. Jetzt holen wir uns erstmal den ersten Knilch. Na? Atme ich so laut oder er? That bitch. Das gefällt mir. So, wir laden mal nach, dass das Ding wieder voll ist. So, looten können wir das nicht. Nee, ist eh schon weg. So. Also, Freunde. Ich würde sagen... Okay, wir haben diesmal gar kein Leben verloren, also müssen wir gar nicht unseren Heiltrank benutzen. So, jetzt steht einer da hinten und einer ist hier. Der hier war schneller. Das heißt, wir konzentrieren uns zuerst mal auf diesen hier. Alter, das ist doch nicht... Ah... Das ist nervig, also das Waffenhandling ist wirklich schrecklich. Ich hatte gerade das Gefühl, dass der Revolver irgendwie verklemmt ist. Dass der Revolver irgendwie... Ja, komm. Man kann definitiv nicht aus der Hüfte schießen. Man muss anvisiert haben. Und... Ich will jetzt diesen zweiten Raum noch geklärt haben. So, pass auf jetzt hier. Okay. Jetzt können wir wenigstens mal den Heiltrank versuchen. Okay, das war's. Ja, ich will auf jeden Fall diesen zweiten Raum hier geklärt haben. Was mir jetzt auch aufgefallen ist, zwischen den einzelnen Schüssen... So. Sauber. Was ich sagen wollte, zwischen den einzelnen Schüssen haben wir natürlich irgendwie so ein bisschen eine Verzögerung. Das heißt, einfach mal so kurz, zack, 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 funktioniert leider nicht. Aber das bringt ein bisschen eine Schwierigkeit mit rein. Ich hoffe ja, wir finden in diesem Raum nichts. Wir finden einfach mal gar nichts. Ich habe jetzt wirklich gehofft, wir finden einen weiteren Heiltrank sowie ein bisschen Munition. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich gehe ganz, ganz stark davon aus, dass uns jetzt hier um die Ecke gleich der nächste... Nö. Jetzt... Gab es einen kurzen Soundaussetzer? Okay, da atmet er, da ist er. Oh. Aber ich muss sagen, es ist spaßig. Also es macht auf jeden Fall Laune. Bloß, dass wir nur noch 2 Schüsse haben. Ja toll, in welche Richtung müssen wir jetzt? Ich höre ihn atmen, aber ich weiß nicht, wo er ist. Das sind mehrere. Warte mal, wir gehen erstmal in die andere Richtung. Das sind mehrere. Ja, ich glaube, wir müssen uns revidieren. Es ist kein reines Horrorspiel, es ist ein Horror-Survival-Game. So. Es ist ein Horror-Survival-Game und ich glaube fast, es ist gar nicht der Sinn hier irgendwelche
Aufträge zu erledigen, den Ausgang zu finden. Natürlich, es wird das endgültige Ziel sein, aber der Weg dahin ist einfach Überleben. Und ich denke, es ist ganz normal, dass man das ein oder andere Mal hier verrecken wird. Leute, ich habe übrigens keine Munition mehr. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt schaffen soll hier. Das ist jetzt nämlich bitter. Was soll ich jetzt machen? Ich habe keine Munition. Ich habe hier auch nirgendwo jemals wieder Munition gesehen, außer am Anfang. Einen weiteren Heiltrank habe ich auch nicht. Das heißt, wenn hier jetzt nicht... Ja, er atmet schon wieder. Wenn hier jetzt nicht irgendwo Munition rumliegt... Da drin sind... Da steht ein... Okay, da drin steht ein Heiltrank. Bitte lass hier irgendwo Munition sein. Da ist ein Energy Drink. Heiltrank habe ich mal genommen. Da ist Munition. Okay. Oh, ich bin angespannt, das glaubt ihr mir gar nicht. Okay, da hinten atmet er. Keine Munition mehr. Gut, Freunde. Owlness Studios. Schönes Spiel. The game contains graphic content, violence, gore and dark themes. If you suffer from epilepsy, do not play this game. If you have a weak stomach... Ich hab eigentlich einen schwachen Magen. Gut, Freunde. Ich würde sagen, für dieses Let's Test belassen wir es mal dabei. Ja. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Das Spiel hat Potenzial. Ich hoffe, dass die Entwickler von Owlness Studios das Spiel weiterentwickeln und vielleicht noch das ein oder andere kleine Patrönchen so irgendwo platzieren, dass wir ein bisschen mehr Muni auf der Kante haben. Und dann, denke ich mal, wird das ein richtig schöner Horror-Survival-Schocker. Gut, Freunde. An dieser Stelle, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Kommentar da, lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abo da. Und ja, schaut euch auf itch.io ab und zu mal kleine Indie-Games an. Würde mich freuen, unterstützt die kleinen Entwickler. Und es würde mich auch freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bis dahin, haltet die Ohren steif und ciao.